Ja, wo ist der Ausgang? Den sehe ich irgendwie immer nicht. Ich bin zu blind dafür. Da. Komm. Jetzt müssen wir den kalt machen. Irgendwie. Nein, das war schon mal nicht gut. Ich muss ihn im richtigen Zeitpunkt treffen, habe ich so einen Eindruck. Okay, ich habe mir jetzt schon ein bisschen abgezogen. Na, nicht gut. Beweg dich, Daniel. Gut, der macht ja immer eine Reihenfolge. Entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Ne, da muss ich. Wenn er jetzt rüberfliegt, muss ich ihn. Jetzt! Ne, 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 das war nicht so. Hopp. Jetzt habe ich ihn getroffen, glaube ich. Ne, habe ich nicht. Schade. Mann, ich war doch weg. Affe, du. Du siehst echt aus wie ein Affe. Hat der Schmaler gesagt. Außer mir jetzt. Jetzt habe ich ihn endlich mal. So, die Hälfte haben wir, Leute. Die Hälfte haben wir von dem Dude. Verbrannt habe ich mich. Aua. Ja toll, ich konnte mich nicht bewegen. Das ist gemein. Alles gut. Oh oh. Mist. So, oh 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 oh. Oh Mann, wir hatten schon die Hälfte. Wir hatten schon die Hälfte. Ein Teufelskreis. Ich denke mal, ich schneide jetzt zum richtigen Sieg. So Leute, wieder ein Versuch, den Endgegner zu bezwingen. Ja, ich habe langsam ein Schema raus. Das ist ja schon mal der einzige Vorteil, den ich hier mittlerweile so rausgeguckt habe. Und ja, wir müssen zusehen, dass wir den halt treffen. Ne? Ja, hätten wir jetzt nicht gedacht. Ja, das Ding ist, dass wir den immer schwierig treffen können. Weil der halt fliegt. So, das war das erste Mal. Das Ganze müssen wir eigentlich nur viermal schaffen und dann wäre der Endgegner besiegt. So einfach ist das manchmal. Bloß, ja, irgendwie will es noch nicht so recht. Er hat auch mal das gleiche Schema drauf. Man muss gucken, in welche Richtung er schlägt mit der Hand und in die rennt man dann. Dann trifft er einen auch nicht. Ja, und hier müssen wir einfach die Raketen ausweichen. Einfach, ganz einfach. Ich spiele das gerade ein bisschen runter, weil ich versuche so ein bisschen mich zu beruhigen. Weil in Wahrheit bin ich hier total... Okay, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ich sollte mich jetzt wirklich konzentrieren, denn so gut war ich noch nie bisher. Ich schaffe sogar über diese Flammen zu springen. Das ist auch schon Sonderbonuswert. Ach, Kacke! Jetzt geht's los. Jetzt geht das los. Jetzt wird der Alex flapsig. Da freut der Dave sich, wenn ich das sage. Oh, geil. Ja, toll.
Ich komm nicht weg. So, Alex, jetzt ganz ruhig. Okay, ganz gut getroffen habe ich ihn. Sehr, das hat er auch geschafft. Rüber. Okay. Jetzt kommt er wieder. Von der Seite, okay. Gut, das haben wir auch hingekriegt. Wo willst du hin? Da will er hin. Spucken? Oh, spucken. Okay, das haben wir auch überlebt. Okay, das dritte Mal getroffen. Oh, Leute! Leute! Es ist so dicht! Es ist so dicht! Wir dürfen das jetzt nicht versieben. Spucken. Ja, spucken. Was ist das denn? Eine neue Spuckmethode. Scheiße, die kannte ich noch nicht. Weil ich halt noch nie so weit war. Oh. Nein, tu mir das Licht an, bitte nicht. Einmal. Okay. Einmal klein und einmal groß. Hin. Spucken? Nee, nicht spucken. Yes! Ja! Tschüss, kleiner Flattermann. Ja, jetzt wäre es wohl an der Zeit, meine Niederlage einzugestehen. Aber das werde ich niemals tun. Wenn ich untergehe, werde ich euch mitnehmen. Ich wollte immer nur ein wenig Respekt. Und natürlich die Weltherrschaft. Dass mich die Leute bestaunen. Das hier werden sie nie vergessen. Oh. Was war das denn jetzt? Ja, renn mal, ne? Ah, cool. Ähnliches Ende wie in Teil 1. Der hat das auch gerade noch so über die Klippen geschafft, falls ihr euch erinnert. Und hat das brennende Inferno hinter sich gesehen. Ah, unsere Verbündeten. Was für ein geiler Gag. Das sollte Sarok sein. Ja, Leute. Medieval 2 ist geschafft. Mit einem, ja, sehr, sehr gelungenen Endfight, wie ich finde. Also ich habe, ja, was gucke ich hier? Ich habe eine Stunde gebraucht. Ihr seht das wahrscheinlich in einer Viertelstunde. Weil diese ganzen Fails muss ich nicht alle drin lassen. Das wäre für euch auch langweilig, wenn ihr eine Dreiviertelstunde lang seht, wie ich da sterbe und mich aufrege. Aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Endkampf gesehen. Wir haben es gut hingekriegt. Ich habe 10 Lebensfläschchen gefunden. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber ich denke, das war ganz gut. Und ich habe auch alle Seelenkelche errungen. Soweit ich weiß. Und
Ja, in unserem Inventar war noch Platz für ein Schwert, das habe ich gesehen. Ja, das haben wir nicht bekommen. Also irgendwas werde ich wohl verpasst haben. Ja, egal. Vielleicht kommt ja noch nach dem Abspann was, aber ich denke eher nicht. Gut, es ist ja auch ein Let's Play und kein Walkthrough, von daher ist das schon in Ordnung. Haben wir gut gemacht. Ich bin zufrieden jedenfalls. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe das erste Mal jetzt den Endgegner besiegt und ihn in voller Lebensgröße gesehen und den Abspann sehe ich jetzt das erste Mal. Und ich weiß endlich, wie das Spiel zu Ende geht. Dank euch. Weil ihr mir so oft geschrieben habt, bitte, wann kommt denn endlich der zweite Teil von Medieval? Das, sogar als ich meinen alten Kanal noch hatte, kam die Frage ganz oft, oh, wann kommt denn der zweite Teil und machst du den und hast du den auch? Und ich habe mich erst auch so ein bisschen gesträubt und jetzt habe ich mich halt dazu entschieden, okay, machst du den zweiten Teil. Endgegner dann blind besiegen praktisch. Aber es hat ja auch geklappt. Hab eine Stunde gebraucht und ja, was soll's. Ist in Ordnung. Nö. Also, ein schönes Spiel, muss ich sagen. Als großer Fan von Teil 1 kann ich sagen, ein würdiger Nachfolger auf jeden Fall. Wobei mir Teil 1 immer noch ein bisschen besser gefällt. Der ist nicht ganz so überdreht und von der Story her finde ich ein bisschen cooler. Ich will nicht sagen, dass Teil 2 schlecht ist. Überhaupt nicht. Ist ein gutes Spiel. Wirklich. Aber Teil 1 bleibt mein Favorit. Und es wäre schön, doch es wäre echt schön, wenn für die PlayStation 3 oder so nochmal ein dritter Teil rauskommen könnte. Ich hatte, glaube ich, damals, als der Dave zu Gast war, schon erwähnt, dass es für die PSP seinerzeit ein Remake gab. Also praktisch Teil 1 und 2 zusammengefügt zu Medieval Resurrection. Das gab's mal, aber es gibt keinen offiziellen dritten Teil. Wäre schön, wenn noch einer kommen würde. Ich denke, da kann man bestimmt noch eine Story weiterspinnen. Da sollte genügend Stoff vorhanden sein. Gut. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Und wie ihr wisst, wie ihr mich kennt, sage ich noch nichts zu meinem kommenden Let's Play. Das wird noch ein Geheimnis bleiben, aber es wird wieder was Schönes, Gruseliges. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Jo, damit sind wir am Ende. Wir gucken nochmal, ob was passiert. Ladevorgang. Wahrscheinlich ist einfach jetzt nur das Hauptmenü. Ich gehe mal davon aus. Oder kommt noch ein kleines Gimmick. Nein. Wir sind wieder im Hauptmenü. Okay. Ja, gehen wir ein letztes Mal diesen Gang hier entlang. Mit dem guten Gefühl im Hinterkopf. Wir haben das Spiel geschafft. Und ja, der Händler. Ja, ein paar schöne Neuerungen gab es hier in diesem Spiel. Das mit der Hand fand ich cool. Und ja, dass auch einige Gegner wieder da waren. Vom ersten Teil her, die Kobolde zum Beispiel. Ja, und die Pflanzen, auch wenn das Level mit den Pflanzen mich sehr aufgeregt hat, muss ich ja sagen, aber es sind einige schöne Sachen dabei. Okay. Ich denke, ich verabschiede mich jetzt von hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr Lust habt. Ich habe Lust und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt mir treu. Euer Alex sagt ciao, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Let's Play.